Hallo und herzlich willkommen zur 27. Folge von meinem Lego Let's Play. Wir sind stuck. Irgendwie. Im Boden. Ich glaube, es liegt daran, dass ich halt mich hier ausgelockt habe. Hätte ich nicht machen sollen. Ich hoffe, ich mache jetzt nichts großartig kaputt, ey. Ich bin halt tatsächlich stuck. Scheiße, und ich sterbe jetzt auch noch. Ich glaube, mich kurz um. So, jawohl, wir sind jetzt oben drauf. Das freut mich. Ich habe doch meine Fackel jetzt hier irgendwo rausgeschmissen, aber in welche Richtung? Die ist wohl despawned. Schade. Gut, also wir fangen die Folge damit an, dass wir hier dieses Haus erstmal fertig bauen. Und dafür brauchen wir einiges an Holz und an Steinen. Das bekommt jetzt in einer schnellen Durchlauf, zack, bis wie ich alles zusammengefarmt habe. Ja, bis gleich. Ich denke mal, es wird an Holz jetzt reichen. Ja, ich bin voll mit Zeug. So, sammle jetzt noch ein bisschen Steine ein und dann ja, bauen wir weiter. Also ich habe jetzt ein paar Steine, ein bisschen Holz. Ich denke mal, es sollte reichen. Eigentlich sollte es reichen. Falls es nicht reichen sollte, dann sammle ich halt nochmal neue Items ein. Beziehungsweise neue Materialien ein. Ja. Und ich habe tatsächlich keine Steine mehr. Das heißt, ich muss neue Steine sammeln. Das heißt, es geht wieder ans Steine sammeln. Ich denke auch, ich bin die ganze Zeit am Verbrennen gewesen, weil ich die Fackel nicht aus der Hand rausgenommen habe. Oder aus der Hand genommen habe. Deswegen habe ich sie jetzt mal weggemacht und ja. Wie man sehen kann, brenne ich nicht mehr. Das ist gut. Aber der Boss soll mir echt bloß fernbleiben. Nee, da soll mir jetzt hier nicht... Ich soll mich jetzt nicht von meinem neuen Zuhause hier wegtreiben. Sagt man das so? Ich hoffe mal. Perfekt. Alles klar, ich habe jetzt hier meine erste Hütte. Das ist schon mal was Gutes. Ich mache mich hier oben meine Werkbank hin. Die kommt hier hin. Dafür habe ich natürlich keinen Hals mehr. Den Kollegen mache ich hier. Der Grill kommt natürlich auf den Balkon. Kann ich sogar nicht stehen lassen. Und hier unten, ja, hier werde ich wahrscheinlich einfach ein Bett platzieren. Hier. Guck mal, ich habe echt krasse Betten freigeschalten. Ich hole mir jetzt als allererstes mal neues Holz. Was heißt neues Holz? Ich brauche 4 Holz waren es, glaube ich. Und da habe ich sie auch schon. Dann habe ich jetzt ein Bett, was ich platzieren kann. So, perfekt. Und was brauche ich für das? Guck mal hier, den Kollegen. Nice to meet you. Ja. Continue, live in my village. Yes. Das ist nice. So, jetzt habe ich meinen ersten Dorfbewohner hier im neuen Dorf. Das ist sehr geil. Der da drüben macht, verstehe ich nicht, keine Ahnung. Was brauche ich denn hier für Planks, Marble und Knutblut? Dafür muss ich sogar wieder zurück ins nächste, ins alte Dorf gehen, weil ich hier bekomme ich glaube ich kein Marble und auch kein Knutblut. Das bekomme ich alles in Greenland. Aber da begebe ich mich jetzt auch einfach einmal hin. Und zwar, ich laufe da jetzt rüber und repariere dann auch, denke ich, erstmal. Ich habe gar kein Gunpowder gesammelt. Gut, das heißt, die Nacht bleiben wir noch hier. Ich brauche nämlich das Gunpowder. Können die eigentlich sterben? Hey. Weg mit dir. Also komm mal her. Du brauchst natürlich einen Job. Nicht Let's Explore. Das meine ich nicht. Dismiss Follow, okay. Dismiss Follow, sondern du sollst
Help the Village und something else. Ja, okay, dann halt die Sachen hier. Er braucht einen Tag dafür, das ist vollkommen fein für mich. So, und in der Zeit sammle ich hier ein bisschen Gunpowder. Ich muss auch ehrlich sagen, ich finde eigentlich den Spot von mir, den ich jetzt hier ausgewählt habe, übel geil. Der hat so was Kuscheliges, weil es in so einer kleinen Bucht ist, mäßig. Ja, das ist nice. Und hier bin ich unsicher mittlerweile, ob das nicht vielleicht Brightcore ist, aber eigentlich ist das Cut Ember. Ich denke aber ganz ehrlich, ich werde Brightcore nur in Höhlen finden. Da glaube ich ganz fest dran. Was habe ich denn eigentlich hier oben? Ah, hier oben habe ich doch schon so eine Bank, jawohl. Ja, okay. Ich lasse die erstmals hier. Ich gucke jetzt hier mal nach ein paar Skeletten. Da ist ein Wolf, da ist ein Boss oder der Boss. Ach, ich habe ja hier, ah, das ist geil. Hier im Wasser spawnen nämlich mehr von den Skeletten. Du Sack, weißt du, ich helfe dir und du weißt nicht. Ungezogener Hund. Hier bin ich erstmal ein bisschen sicher im Wasser. Kann ich mir jetzt ein bisschen was essen? Ach nein, es wird wieder Tag, das ist sehr schlecht. Ich glaube, da die spawnen die ganzen Skeletten oder die verbrennen oder ja, die spawnen einfach direkt. Was ist denn das hier? Ach, guck mal. Nice, nice, nice. Ach, guck mal, ich habe jetzt ein Stack Silk. Das ist was. Das Pumpkin. Oh, guck mal, ist ein Chest. Snowberries, ey, das kommt wie gerufen, ey. Die mache ich da rein, die nehme ich mit. Ach, guck mal, hier ist halt das abgestürzte Flugzeug, oder? Nee, das könnte ein Boot gewesen sein. Hier sind Kisten. Die war ich sogar schon. Kann ich mitnehmen. Na, Seeds brauche ich nicht unbedingt. Hier ist eine Krabbe. Eine zweite Krabbe. Solche Idioten. Spaß schon mal. Also hier gleich kommt der Loot-Job. Ich hoffe mal, da kommt was Geiles. Wie kann der mich angreifen, wenn er im Wasser ist? Ja, jetzt komm. Okay, hier ist jetzt der Loot-Job gelandet. Ja, Holz. Fruity Pie. Das ist nice. Digga, meine Katze. Die steht da gerade so vor der Tür. Die Tür ist zwar offen, so ein kleiner Spalt. Und sie steht so da und ich gucke jetzt raus. Ah, ich hab Laura sie rausgelassen. Was? Ich hab da jetzt voll ins Gesicht gemacht. Ich stand die ganze Zeit dann so rausgeschaut. So, wir haben 4 Blastpowder. 4 Blastpowder ist einfach gar nichts. Ich geh jetzt aber trotzdem. Wie viel Holz sind das? Ja, das kann ich mir aus dem Boden auch rausgraben, wenn ich es brauche. Ein Holz. Never mind. Ich gehe jetzt auf jeden Fall mal zurück. Ah, warte mal, da ist noch eine Kiste. Und da ist auch ein Typ. Das sind die Dynamite Boys. Okay. Wir haben hier was Gutes fallen gelassen, Bergi. Mein Plan ist jetzt folgender. Wir haben zwar nur 4 Blastpowder, aber mit 4 Blastpowdern, das theoretisch muss es perfekt ausreichen. Ne? Die nehmen wir jetzt und dann gehen wir wieder back in die andere, also in die erste, ins erste Dorf, um das Flugzeug zu reparieren. Und ja. Geben mal unser Bestes her, oder? Ich denke, wir schaffen es hier komplett rüber. Knapp. Wird knapp. Ja. Schaffen wir aber, wie gesagt, knapp. Ich
habe so eine Frage, geht eigentlich der Gleiter nie kaputt? Ist der jetzt einmal gebaut und safe für immer oder muss ich mir Sorgen machen, dass das mich einfach irgendwann mal umbringt, weil der kaputt geht? Hoffen wir mal, der ist für immer gut. Jetzt muss ich nur noch mein Flugzeug finden. Ich habe es ehrlich gesagt verlegt. Ich habe keine Ahnung, wo ich es hingestellt habe. Ich hätte mir da vielleicht einen Wegpunkt hinsetzen sollen. Aber das müsste irgendwo hier sein. Da vorne. Bei dem Höhleneingang, oder? Ja, ich denke mal, das wird da beim Höhleneingang sein. Ach, mir die zwei Spinnen nehme ich mit. Weil Silk habe ich irgendwie immer zu wenig. Von Silk kann man nicht genug haben. Ja, hier ist die Werkbank. Aber mein Flugzeug fehlt. Das ist sehr geil. Ich habe das blöde Gefühl, dass mein Flugzeug despawned ist. Ich bin jetzt extra hierher gelaufen und jetzt wird mir nämlich das Ding ja nicht mehr reichen. Das Gunpowder. Scheiße. Okay, in dem Fall bauen wir ein neues Flugzeug. Was brauche ich dafür noch? Ja, die hole ich schnell. Mal einmal muss ich ganz kurz mein Inventar entleeren. Das mache ich mal hier so hin. Das kann ich auch hier hin. Ich kann mergen einfach. Okay. Output full. Totem auf der im irgendwas. Ich kann das doch hier erstmal hier hin machen. Ich kann jetzt hier Upgrades machen. Das Problem ist halt mich. Nee, an der Werkbank kann ich das hin machen. Ja, genau. Inner Flame Totem auf die Immortal. Revive after taking lethal damage, destroy yourself and used, no hearts, no problem. Was? Das ist ja wie ein Totem in Minecraft, das ist ja mega geil. Alter. 4 Herzen und 7 Schild gibt der. Der gibt auch 4 Herzen und 7 Schild. 3 Herzen, 5 Schild. Ich habe ja im Moment die grün geben. Nur 2 Herzen und 3 Schild. Ich müsste schon jetzt schon lange umsteigen sollen, eigentlich auf irgendwas. Cut Ruby. Brightcore. Das heißt, increase resistance to cold temperatures. Ne, den brauche ich, wenn dann das da hier. Ich brauche ja zu heißen. Also, ich brauche. Also, ist ja zu heiß, ne? Also. Den mache ich dann zweimal. Und ich baue ganz kurz das Flugzeug weiter. Also, ich brauche. Ah, ne. Marble. Habe ich denn noch Marble? Irgendwo muss ich doch bestimmt noch unangefassten Marble haben. Jawohl, ich brauche 2 Stück von dem hier. Ich hab's ja schon wieder vergessen, was ich davon brauche. Dann brauche ich. Ne, falsch. Silk habe ich genug. Und 6 Sandshells habe ich. Welcher hier? Take 6 Stück und dann mache ich mir mal 2 Stück davon. Craft. Perfekt. Ah, ich bin hungrig. Jetzt habe ich viel mehr Leben, viel mehr Schild. Man hätte schon lange machen sollen, ehrlich. Okay, ich habe jetzt die. Jetzt kann ich da. Vorne sind Skeletten. Die stören mich jetzt hier aber. Alles klärchen. Ich mach hier große Triebwerke dran. Ach, stimmt, meine Fackeln verschwinden dadurch ja auch. Ich brauche mal eben neue Fackeln und neue Ballons. Für die Ballons brauche ich Silk Fabric 2 Stück. Silk Fabric, die haben das Rezept geändert. Ich könnte schwören, davor war es noch Silk und dieses andere hier, wäre es das Wool Fabric oder nicht?
Oder habe ich den für den Gleiter gebraucht? Na gut, das heißt, ich schmeiß mal eben ganz kurz mein ganzes Silk, was ich hier hatte. Naja, als allererstes mache ich mal ganz kurz neue Fackeln. Ansonsten ist die ganze Zeit viel zu dunkel. Und jetzt hol ich mir wieder mein Silk, was ich mir gesammelt habe. Ich hatte doch 50, hieß es. Und dann habe ich mich wohl nur verguckt. Ich brauche Silk Threads. So, ab 30 ist voll. Das ist auch okay. Ich mache einfach alle rein. Ich brauche die für sonst auch nichts anderes. Und danach ein Blaspowder fehlt. Sag mir bloß nicht, dafür hat man zwei gebraucht. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich hätte es... Ah, Mann. Habe ich zufällig irgendwo ein Blaspowder in der Truhe liegen. Das wäre halt, ey, das wäre ein Segen. Das wäre ein echter Segen. Aber dass man Blaspowder auch nicht selber herstellen kann, ist halt auch super kacke, ey. Na gut, das heißt, in der nächsten Folge müssen wir dann mal ganz kurz wieder rüberlaufen, um halt wenigstens ein Blaspowder zu holen. Ja, weißt du was, ich würde sagen, wir laufen jetzt schon mal in die Richtung und beenden dann die Folge beim Laufen. Weil ich brauche ja dieses eine Blaspowder wenigstens zum Fliegen. In dem Fall, wenn es jetzt eh Nacht ist, eventuell komme ich noch bei Nacht an und finde ich nochmal ein paar Skeletten mehr, dann nehme ich die halt einfach mit und dann kann ich sogar wieder ein Flugzeug bauen, was lenken kann dazu noch. Das wäre natürlich optimal. Gut, aber guck mal, dadurch, dass man jetzt doch nur noch Silkfeld braucht für den großen Ballon, ist es eigentlich sogar sehr geil, weil dann habe ich also in der Wüste. Die Spinnen, die sind da echt überall. Und die droppen immer zwei Spinnennetze halt, sag ich jetzt mal. Und das kommt super gut für mich, weil dann kann ich einfach zum Landen quasi einen großen Ballon abbauen. Ach guck mal, es ist gerade wieder Tag. Das ist aber nicht so schlimm. Dann kann ich einfach immer einen großen Ballon abbauen. Zum Landen quasi. Und dann passt die Sache einfach. Dann kann ich da ganz entspannt oben auf meiner Plattform hingehen. Mich festsetzen, den großen Ballon kaputt machen. Wir stehen safe und es gibt keinen Bug oder sonst irgendwas. Ja, aber wenn euch die Folge gefallen hat, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da und lasst es mir in den Kommentaren wissen, was euch an dem ganzen Projekt gefällt und was euch daran stört. Weil ich will natürlich das Projekt so angenehm wie es nur geht für jeden machen. Deswegen lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was für Verbesserungsvorschläge ihr habt. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann lasst auch gerne ein kostenloses Abo da. Würde mich riesig freuen, denn ja, mir macht gerade YouTube und einfach Videos machen super, super viel Spaß. Und ihr würdet mir damit sehr, sehr helfen. Ja, ich würde sagen, in der nächsten Folge bauen wir dann das Flugzeug fertig, bauen dann da auch in dem Greenland-Dorf den Flughafen und gucken, dass wir da Level 10 sind, damit wir full in die Wüste gehen können und dann da endlich für immer leben können quasi. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.